SOS, ich bin in der Kirche. Ich habe keine Angst vor dir, Mona. Du lügst nicht annähernd mehr so gut wie früher. Ich weiß, dass ihr in der Nacht, in der Shauna ermordet wurde, alle in New York wart. Und ich kann es beweisen. Was willst du, Mona? Was ich schon immer wollte. Und zwar, dass du die Stadt verlässt. Es ist mir egal, wohin du gehst oder wie du dorthin gelangst. Ich will, dass du verschwindest. Ich bin keine Gefahr für dich. Du hast vielleicht Hannah und die anderen überzeugt, dass du dich verändert hast. Und vielleicht versuchst du wirklich, ein anständiger Mensch zu sein. Aber das wird nicht lange anhalten. Menschen können sich ändern. Wenn mir jemand sein wahres Gesicht zeigt, dann glaube ich ihm das. Ich muss eine Lektion nicht mehr als einmal lernen. Wirklich? Und wovon bist du das Opfer, Mona? Von meinen Quälereien? Und wie nennst du das, was du dem Mädchen angetan hast? Du hättest fast Hannah getötet! Niemand fühlt sich deswegen schlechter als ich. Aber mir geht es jetzt viel besser. Sogar die Ärzte sagen das. Ich glaube dir nicht. Wenn du beweisen könntest, dass wir in New York waren, hättest du es längst getan. Ich bin zurück und gehe nirgendwo hin, also gewöhn dich dran. Niemand will dich hier. Du irrst dich, Mona. Wie schon früher immer wollen alle meine Freunde sein. Und davor hast du Angst. Ich brauchte mich nur zu entschuldigen und schon wurde ich von Cindy und Mindy angebettelt, beim Mittagessen neben ihnen zu sitzen. Du hast Angst, weil du weißt, dass es nicht lange dauert, bis deine Loser-Armee zu mir überläuft. Ich habe dich schon mal zur Loser-Mona gemacht und du weißt, dass ich das wieder kann. Wir müssen uns das nicht antun. Lass mich in Ruhe.